Welcome into the jungle. So, meine Lieben, heute ist es soweit. Es wird, das kann ich jetzt schon mal sagen, quer durch den Garten vieles geben heute. Und ich werde auch einen Zweiteiler machen. Das heißt, es wird irgendwann mitten im Film einen Cut geben. Und am nächsten Tag geht es dann weiter. Denn heute mache ich, wie gesagt, mehr als sonst eigentlich. Aber das in einem Film zu zeigen, wird zu viel. Wir kommen schon wieder zu Monstera, Monstera Deliciosa. Ja, unser Schätzchen, was wir damals abgemoost, ja, abmineralisiert haben, könnte man eigentlich sagen. Ne? Damals halt tatsächlich mit dem Topf und mit dem mineralischen Substrat. Ja, das Ding ist mächtig gewachsen und ich hatte ja gesagt, so drei Blätter lasse ich dran, wenn Neues kommt, bis es ausreift ungefähr und dann nehme ich wieder ein Blatt ab. Das soll immer so bei diesem Pendel bleiben, denn ansonsten wird das hier einfach zu viel Monstera. So, das heißt, wir werden das Schätzchen tatsächlich, nicht das ganze Schätzchen, sondern ein Blatt hier abschneiden. Und somit bekomme ich hier wieder etwas Luft und ein schönes Blatt. Ja, tolle Sache. Das machen wir also, wie gesagt, regelmäßig. Stumpen lassen wir dran stehen. Der wird irgendwann gelb werden und dann können wir den einfach abnehmen. So, die Erfahrung haben wir schon, das wissen wir schon. Und somit ist die Geschichte hier jetzt erstmal gegessen. Wir werden hin und her springen heute übrigens. Willkommen in der Aqua Botanica. Ja, also hier geht es auch um Pflanzen, ganz klarer Fall. Aber ich wollte kurz mal gezeigt haben, wie sich unsere Babys entwickeln hier. Die Koi-Gubbis, die machen sich richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. Ja, auch hier regelmäßiger Wasserwechsel. Aber das nur nebenbei. Denn jetzt geht es um das Projekt hier. Tada, Monstera. Ja, jetzt lachst du dich kaputt. Nein, keine Bange. Es geht nicht nur um Monstera. Das ist hier jetzt ein neues Anzuchtverfahren, was wir haben. In einem Versuch. Denn Versuch macht klug, wie wir wissen. Aber ich sage es auch ganz klar und deutlich, diese Verfahrensweise ist im Prinzip ja für ganz besondere Pflanzen oder so, weil eben man kann nicht alle Pflanzen, die man ins Wasser stellt, auch mit Luft versorgen. Ne? Hier haben wir das halt testweise, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und ob es funktioniert. Sicher, man könnte auch einen Sprudelstein noch dabei stecken, aber ist nicht wirklich notwendig. Sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Ich versuche uns das gleich ein bisschen näher dran zu holen, dass wir das mal genauer sehen können, wie sich das jetzt entwickelt hat. Denn so lange stehen die ja noch gar nicht hier drin. Ne? Dass wir mal sehen können, wie das da jetzt aussieht. Und ich habe auch schon gedüngt hier tatsächlich, also nachgegossen mit der Düngerlösung bei der 400 bis 500er Variante, weil schon Wurzelwachstum da ist. Ne? Also hier können wir sehr früh anfangen tatsächlich auch zu düngen bei der Variante, denn die Wurzeln wachsen tatsächlich schneller als im stehenden Wasser. Das ist jetzt definitiv schon mal so, das kann ich aus Erfahrung schon mal mitgeben. Dann siehst du linke Hand ein grünes Becken, das wird ein neues Becken, allerdings für die Aquaristik. Ja, okay, ich würde sagen, schauen wir uns noch ein paar andere Sachen hier an. Ja, die haben ewig Hunger, aber nein, sie bekommen nicht ewig Futter. So, ganz wichtig, ne? Nicht überfüttern die Fische. So, wir kommen jetzt zu unserem Paludarium, Terrarium. Und zwar haben wir eine neue Pflanzenart drin, und zwar Ricardia chamidrifolia, das Korallenmoos. Ja, das waren so Reststücke gewesen, wo ich nicht wusste, wohin damit. Ich hatte mir das Ganze in vitro gekauft und ja, bei den Portionen, die ich rausgeholt hatte, waren halt so Reststücke dabei und die habe ich dann hier einfach drauf geklebt. Ja, nicht geklebt, nein, einfach nur drauf gedrückt. Und ich muss sagen, es ist wunderbar gewachsen. Ich habe tatsächlich auch schon geerntet und es weiter vermehrt in einem neuen Projekt. Das sehen wir gleich auch. Denn das ist eine spannende Geschichte, muss ich sagen. Das ist übrigens Lavagestein hier. Und der Hintergrund, das hier, das ist Soil für die Garnelen. Also nicht für Pflanzen, sondern für Garnelen. Da sind also auch keine Nährstoffe drin. Und die habe ich, ja, die Kügelchen zermatscht und dann als, ja, Haftgrund genommen, wo ich dann die Steine drauf gedrückt habe einfach. Und das hat funktioniert, interessanterweise. Allerdings liegend, ne, ist am einfachsten, nicht stehend. Also es ist ein tolles Projekt, muss ich sagen, woraus ich schon sehr viel mitgenommen habe und gelernt habe. Auch der Farn, den wir jetzt sehen, der ist von ganz alleine entstanden. Aber ich würde sagen, wir gucken nochmal etwas genauer rein in die Geschichte. Bei dem Projekt lerne ich jetzt auch die Pflanzen kennen, also Wachstumsverhalten. Ne, das ist ganz wichtig, wenn man ein Projekt angehen möchte, gezielt. Hier ist das Ganze versuchsweise. Also hier haben wir jetzt auch das Micranthemum Twaidiae Monte Carlo mit eingebracht in das Ganze. Ich zeige es jetzt mal komplett, das Paludarium, denn das hat sich prächtig entwickelt, muss ich sagen.
Das sieht so genial aus, auch mit dem Bussi Falandra. Die sind ja als allererstes damals hier eingezogen. Nach wie vor richtig klasse. Ja, und hier sehen wir dann links dieser Polster. Das ist halt dieses Monte Carlo. Das Ding, das hier hochwächst, den Namen weiß ich noch nicht. Nicht mehr. Ich habe ihn vergessen aufzuschreiben. Ne? So, und was hier am Felsen hängt, das sind halt die Farne, die sich von ganz alleine entwickelt haben durch Sporen. Und dann oben haben wir jetzt halt das Ricardia-Moos aufgebracht als Korallenmoos. Ne? Und das ist also total genial. Also es ist so fantastisch anzusehen, vor allen Dingen, weil das nicht so stark wächst, aber doch schön kompakt und sehr dicht und auch eine herrliche Farbe hat. Ja, ich zeige den Namen dann auch mal kurz, damit du das nochmal mitnehmen kannst. Chamaedrifolia, Ricardia Chamaedrifolia. Oh, das ist ganz toll. Also das macht mega viel Spaß. Übrigens, Geschäft wollte ich gerade sagen. Das Gefäß ist nicht offen, sondern ist abgedeckt mit solch einem Deckel. Ja, da puste ich ein, zwei Mal am Tag meine Atemluft rein als CO2-Versorgung und das funktioniert richtig klasse, muss ich sagen. Ja, und so ein Paludarium, ja, ist, nee, das Paludarium, nicht nur die Pflanzen, sind dankbar für kräftiges Licht. Wir schauen jetzt hier im Paludarium noch einmal von oben rein, dass wir das Gesamtbild mal mitnehmen können, wie prächtig sich das Ganze entwickelt. Gedüngt habe ich möchte jetzt nicht sagen nie, damals zur Anfangszeit hatte ich mal gedüngt und seitdem nie wieder. Ja, ist tatsächlich so. Ich sprühe auch hier einmal alle 2, 3 Tage einen ganz leichten Sprühstoß von reinem Wasser rein, bedingt durch das Ricardia, was hier oben ist. Ansonsten eigentlich gar nicht. Achte natürlich darauf, dass der Bodengrund nass bleibt, feucht bleibt, das ist schon mal ganz klar. Ne? Also es ist schon eine fantastische Welt für sich. Hier sind tatsächlich auch Springschwänze drin. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt so mal sehen können. Wow, ich werde mal eine Zeitrafferaufnahme kurz machen, da kann ich mal eine Pause machen in der Zeit. Aber zunächst zeige ich dir mal kurz, wie ich das Ganze hier feucht halte. So, ne, das war's. Da habe ich einfach so einen kleinen Sprüher hier. Das war mal, ja, war mal was anderes drin. Lol, okay. Also, dass hier die Oberfläche etwas feuchter bleibt, damit das Ricardia schön sich entwickeln kann. Und wie gesagt, das Ganze ist natürlich abgedeckt. Ganz klarer Fall. Denn wenn es offen steht, ist es ratzfatz trocken hier drin. Und das wollen wir natürlich nicht. So, okay. Das heißt für mich, ich gehe mal kurz in die Pause, Käffchen trinken. Wir kommen jetzt zu dem neuen Projekt, was ich ja mehr oder weniger auf Instagram gestartet habe. Hier im Vordergrund sehen wir noch ein Moos hochwachsen. Das kommt raus. Das möchte ich nicht drin haben, denn ich hatte zu Anfangs damals ganz anderes Moos hier drin gehabt, aber das wächst mir zu kräftig. Und ja, da ist halt ein Rest übrig geblieben und das will wohl weiter wachsen. Okay, jetzt kommen wir zu dem neuen Projekt hier und das läuft richtig gut. Auch hier das Korallenmoos, halt nicht so nah dran. Ja. Ups, jetzt habe ich den Deckel runtergeschmissen. Das ist übrigens nur ganz leicht abgedeckt. Wir sehen eine hohe Luftfeuchtigkeit drin. Das ist ganz wichtig, klarer Fall für das Moos. Ansonsten, ja, gedüngt habe ich hier auch nicht. Gar nichts, sondern einfach nur feucht gehalten. So alle 4 Tage gebe ich mal so 2, 3 Tropfen reines Wasser von oben drauf. Und das war's, mehr nicht. Und es entwickelt sich also wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und das waren so ganz kleine Stippen, die ich von oben von dem anderen hier abgenommen habe. Ja gut, jetzt sehen wir natürlich alles in dem Sinne. Ja, okay. Also das funktioniert richtig klasse, muss ich sagen, und macht mega viel Spaß, weil das halt nicht so, ja, starkwüchsig ist und trotz alledem relativ schnell wächst, muss ich sagen. Ja, okay. Das kurz hier zu unserem Paludarium. Ja, okay. Wir werden demnächst gemeinsam hier nochmal solch ein Projekt angehen oder ein ähnliches auf jeden Fall. Denn ich habe noch Ricardia Moos in der Anzuchtbox. Das können wir jetzt so nicht sehen, aber ich zeige es gleich auch noch mal kurz. Die Anzuchtboxen der Unterwasserwelt für die Pflanzen. Ja, das klappt soweit ganz gut. Jetzt entwickeln sich auch langsam ein paar Algen. Das ist ganz normal, dass das so kommt. Bin am Überlegen, ob ich hier mal ein paar Garnelen mit dazu setze, dass die dann abweiden können. Und hier im Hintergrund auf dem Stein oder auf den Steinen sehen wir dann das Ricardia, das halt hier unter Wasser wächst. Ist kräftig gewachsen, muss ich sagen. Also hat wenigstens schon ein Drittel Zuwachs, das Ganze. Da werden wir, wie gesagt, thematisch angehen, das Ganze in der Vermehrung und auch, was man so noch damit machen kann in dem Sinne. Aber die Pflanzen entwickeln sich prächtig, muss ich sagen.
Wir machen kurz weiter mit dem Moos. Das schauen wir uns gleich an. Und im Hintergrund sehen wir die Badewanne. Ja, was da drin steht, weißt du das noch? Ja, genau. Der Farn. Und der macht sich richtig prächtig, muss ich sagen. pH-Wert ist okay soweit. Kann ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. Ich habe hier nur reines Wasser drin, aufgedüngt tatsächlich auch. Also ich habe hier auch Nährstoffe schon zugeführt. Wir kommen hier auf 200, muss ich mal kurz ablesen, 200, ja, knapp 270 Mikrosiemens. Das ist okay soweit. Hier hängt noch ein kleines Stück Pflanze drin. Das war im Aquarium, das ist die Begonie gewesen. Ja, mal gucken, ob sie hier drin dann nochmal bewurzelt, weil im Aquarium hat das nicht funktioniert. Aber sonst sieht das ganz okay aus. Auch das Moos, Moosquack mit Soße, muss ich mir mal rausholen, der Farn. Wo lege ich dich hin da? Der Farn ist bereits am Wachsen. Das ist ein neues Wedelchen. Hier kommt auch ein neues Wedelchen. Ich hole das jetzt mal raus hier. Und dann kann man also sehen, es kommen ganz viele neue, ja, Wedelchen, Blätter in dem Sinne. Das sieht schon mal richtig klasse aus, muss ich sagen. Also das funktioniert hier im Wasser. Der bleibt hier auch drin stehen zur Beobachtung einfach, um mal zu gucken, ja, wie die Pflanze hier so drauf reagiert, dass man da auch was von lernen kann im Laufe der Zeit. So, und dann kommen wir jetzt hierzu nochmal, aber da muss ich just nochmal eine andere Einstellung machen. Das Korallenmoos. Ja, das war so, ja, so eine Sache, wo hatte ich einfach Spaß dran, das mal auszuprobieren. Auch hier ist Soil unten, das 5-5er übrigens. Und an dem Glas selber hier, das ist wieder das gematschte Soil. Das habe ich einfach dran gematscht in dem Sinne. Dann die kleinen Steinchen, die Lavasteinchen reingedrückt und dann ganz kleine Stippen von dem Korallenmoos mit reingedrückt in das ja, Medium. Und ich muss sagen, auch hier wächst es wunderbar. Gedüngt wird hier nicht, nur eingesprüht zwischendurch mal, dass ausreichend Feuchtigkeit drin ist. Und das war's, mehr nicht. Und das sieht schon mal richtig klasse aus. Der Vordergrund ist jetzt noch offen, da kommt auch noch was rein. Aber das machen wir dann mal zusammen, würde ich sagen, ne? Dass wir bei diesen Projekten auch mal mit gemeinsam dabei sein können. So, ich decke das wieder zu, das ist ein kleines Einmachglas. Und so bleibt das stehen. Der Sonnentau. Ja, er macht sich nach wie vor richtig prächtig. Kräftige Farbe. Also das erste Mal, dass uns das so gelingt, sie tatsächlich so wachsen zu lassen. Ja, tolle Sache, muss ich sagen. Hier wird auch nur reines Wasser, wenn denn, reingegossen. Und ansonsten gar nichts. Also es funktioniert auch hier mit dem Soil, mit dem 5-5er. Richtig klasse, muss ich sagen. Und seitdem das Schätzchen unter der Sansi 36 Watt LED steht, hat es so eine kräftige Farbe bekommen. Ich zeige dir mal eben, wo das steht, weil es steht nämlich eigentlich nicht hier. Nur hier hatte ich gerade so eine, ja, schöne Farbgebung in dem Sinne. Übrigens, da steht die Monstera Cobra mit ihrem neuen Blättchen, was tatsächlich auch Grünanteil hat. Mal kurz mitgenommen. So, eigentlich steht er nämlich entweder hier oben oder hier unten, wo eben gerade Platz ist, ne? Also hier kommt auch von der Sansi das Licht hin. Und das funktioniert richtig klasse, muss ich sagen. Also ist schon fantastisch anzusehen, wie das so funzt. Da gucken wir gleich auch nochmal rein, würde ich sagen. Kurz hier der Philodendron Malay Gold macht sich so prächtig hier am Fenster. Also den werde ich wohl auch bald schneiden müssen. Der wird mir echt schon so langsam zu groß, muss ich sagen. Aber okay. Wir sind kurz im Arbeitsraum. Ich wollte mal die Paprika präsentieren, wie die jetzt aussehen. Richtig klasse, blühen nach wie vor wunderbar. Ich hab sie schon bestäubt, aber ich zeige es mal eben. Na gut, fällt jetzt schon ab, weil schon Frucht sich entwickelt hat. Tippen wir einfach mal so dran rum und dann entwickeln sich dort die Früchte. Und das hier im Haus, wunderbar, muss ich sagen. Aber bei der Thematik hier, ja, die Königsblüte, wo sich hier die Frucht entwickelt hat, bei beiden Pflanzen sind zwei hier drin stehen. Hätte man sie vielleicht doch abnehmen sollen, denn hier entwickelt sich jetzt eine schöne große Paprika und wir sehen hier oben ganz viele Blüten, wo jetzt natürlich nicht ganz so viel Kraft reingeht, weil die Pflanze versorgt jetzt erstmal diese dicke Paprika hier. Ja, also bei der Sorte scheint das dann oder wäre es vielleicht doch wichtig gewesen, die abzunehmen. Aber okay, jetzt ist es so, wie es ist. Da hinten steht übrigens auch noch eine, die auch schon eine Frucht hat. So, was aber hier wichtig wäre, die Tausender-Variante. Wie sieht das denn heute aus hier? Mit dem pH-Wert, wir waren gestern, ich glaube, bei 6,5 oder so, kann das sein? Ungefähr, ne? Guck mal. Ne? 24 Stunden Peter, hallo Peter, es ist später, 7,3 ungefähr, ne? Dass wir das mal mitnehmen können, ne? Dass sich das dann tatsächlich verändert. Also, das ist definitiv so. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal gecheckt. Die Alocasia Jacqueline, ja, ist schon heftig, ne? Was die für ein kräftiges Grün jetzt hier entwickelt. Wir hatten sie ja umgetopft. Gemeinsam auch tatsächlich hier ins mineralische Substrat. Und das ist übrigens das neue Blatt, was entschlüpft ist in der Zeit.
Sieht wunderbar aus, ist noch ein bisschen hell im Moment, wird noch dunkler, das grünt danach, aber nur wenn sie gut versorgt ist, ne? Ganz klarer Fall. Mittlerweile verbrauchen die auch gut Wasser, muss ich sagen. Also hier ist nichts mehr drin. Vor 2 Tagen hatte ich was reingegossen hier unten. Ist aber noch nass und feucht und von daher lasse ich es noch so stehen. Ich denke mal 2 Tage noch und dann gieße ich hier nach. Aber hier bleiben wir momentan noch bei der 400 bis 500er Variante. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Denn es reichern sich auch noch Nährstoffe an hier drin, weil das Substrat auch was speichert, vor allen Dingen das, was die Pflanze nicht verbraucht. Das heißt also, wenn wir jetzt hier immer 400 bis 500 nachgießen, wird trotz alledem der Wert etwas steigen, anfangs jetzt, bis halt ausreichend Wurzeln und Blattmasse, also Pflanzenmasse da ist, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. In der Thematik Düngen ist das ganz, ganz wichtig. So, dann haben wir die Jacqueline auf jeden Fall schon mal mitgenommen heute. Und schon wieder Monstera, Adansonii albo variegata. Das ist die Pflanze, die uns vergrünt ist. Die hatten wir zerschnitten und lauter kleine neue davon gemacht, die momentan noch an Bewurzeln sind. Und sie ist schon wieder am Austreiben hier. Und ich lasse mich mal überraschen, oder wir, ob da Weißanteil kommt. Ach so, warte mal. In dem Zuge könnten wir uns die andere auch gleich nochmal angucken. Das heißt, wir werden auf jeden Fall im Dschungel nochmal gehen. Aber wie gesagt, es gibt heute einen Zweiteiler, weil es gibt ganz viel zu sehen, was ich unbedingt alles zeigen möchte dieses Mal. Also gibt es einen Hammer-Klimbim. So, endlich ist es soweit. Hier guckt eine Spitze raus. Ja, der Birkin hier, der Philodendron, hat lange Zeit kein Blatt geschoben, sondern wurde hier unten immer dicker, dicker, dicker und dicker. Und jetzt endlich kommt mal ein neues Blatt. Ja, das aber lassen wir mal überraschen, wie sich das dann entwickeln wird. Hier im Anstau im Lavamulch, Lavagranulat, funktioniert genial, muss ich sagen. Nur die Pflanze wächst zwar nicht so rasant, aber dann die wachsen sowieso nicht ganz so rasant. Und ja, ist eine tolle Sache, auf jeden Fall, dass es funktioniert. Darum geht es ja, weil das Ding steht hier nur rum. Zwischendurch gieße ich hier eine 400 bis 500er Variante rein und das war's. Ne? Und selbst wenn ich jetzt mal eine Woche weg bin, wird die Pflanze mir mit Sicherheit hier nicht verdursten, weil, ja, bis das verbraucht ist, das dauert, wie lange weiß ich jetzt gar nicht. Nee, möchte ich jetzt auch nicht ausprobieren. Die Verfahrensweise belasse ich jetzt einfach erstmal so. Und ich würde sagen, dann gehen wir nochmal kurz in den Dschungel. Wir kommen hier nachher auf jeden Fall auch nochmal zurück. Ja, welcome into the jungle. Wir sind nochmal im Dschungel. Auch wir werden heute hin und her wechseln ständig, weil es einfach viel Spaß macht. Ja, so ist das dann auch bei mir, weil ich renne ja von einem Raum zum anderen, entdecke dies, entdecke das, ne? Und dann ist es für mich heute einfacher, euch mal das auch mitzugeben, was ich sehe oder halt zu erzählen oder in Gedanken habe. Ne? So, hier nochmal Monstera. Lachst dich kaputt, wa? Ja, das ist auch eine Albo variegata gewesen. Ist tatsächlich als Stecki dann grün gewachsen. Das war das eigentliche Blatt mit dem Teilstück, was wir bewurzelt haben. Ne? Und da ist halt diese Pflanze draus gewachsen. Und da gibt es heute noch eine ganz tolle Überraschung. Oh ja. Na, heute, ich weiß es nicht. Vielleicht morgen, wie gesagt, ich mache einen Zweiteiler. Denn wir werden noch ein Päckchen auspacken. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob heute. Ne? Das sehen wir dann. Im Laufe dieses oder nächsten Filmes auf jeden Fall. So, hier haben wir dann jetzt die Monstera Adansonii albo variegata, die auch vergrünt ist. Sie hat interessanterweise damals so gesprenkelte Blätter bekommen. Das war schon interessant anzusehen. Ne? Aber irgendwann war dann Ende Gelände. Hier ist noch ein bisschen Weißanteil. Hier ist auch ein kleines bisschen Weißanteil. Obwohl, hier ist auch ein bisschen Weißanteil. Hier war das Blatt dann ganz grün. Ja, ganz grün. Gut, das ist auch ganz grün, aber nur fast. Oh, ich habe meinen Finger dahinter. Guck mal, da ist so ein kleiner weißer Streifen. Und das Blatt ist schon richtig groß geworden, hat hier letztes schon mal gezeigt. Er steht jetzt hier an der Wand. Ich hoffe, dass er sich festhält da dran. Wenn nicht, muss ich anders das handhaben. Und es kommt schon ein neues Blatt hinterher. Und das hat jetzt schon eine enorme Länge. Und das streckt sich ja gerade erst raus. Und also kann man davon ausgehen, dass dieses neue Blatt auf jeden Fall nochmal größer wird. Es wäre ganz schön, also wirklich, wenn er sich hier festhaften würde. Ich habe da kein Problem mit, wenn die Farbe abgeht hier von der Tapete. Holla die Waldfee, es gibt Pinsel und Farbe. Ne? Das ist nicht das Problem. Also von daher darf das ruhig an der Tapete wachsen. Auf jeden Fall tolle Sache. Ihr müsst sich allerdings mal checken, wie es aussieht, weil es ein Starkzehrer, das wissen wir. Und pH-technisch behalten wir die Monsteras bei 7 jetzt im Auge. Dürfen wir auch nicht vergessen, weil die wachsen da tatsächlich am besten. Das Thema hatten wir gestern im Film. So, hier stehen übrigens die anderen Paprikas auch. Im Dschungel, ne? Die machen jetzt auch Blütenknospen, aber mehr auch noch nicht wirklich im Moment. Die sind auch so ein bisschen labberiger, muss ich sagen. Beide Varianten. Einmal hier in der selbstlosen, lol, kostenlosen Erde und einmal hier in der Anzuchterde. Machen sich momentan fast gleich schon, ne? Also sind schon fast gleich auf. Die standen ja vorher anders ein bisschen. Aber ich muss sagen, momentan würde ich ja, davon ausgehen, dass sie sich jetzt gleich entscheiden zu wachsen. Ob nur in der Erde oder
hier, ja, in der Anzuchterde. Ne? Also das ist, wie gesagt, Gartenerde hier. Ne? Nicht vergessen. Das Thema hat mir dieses Jahr sehr interessant in dem Sinne. Oder sind es interessant angegangen. Aber okay. Wie gesagt, die stehen auch sehr weit weg jetzt hier von der Lampe. Die hängt da oben. Ne? Das ist mit Sicherheit so 1,50 Meter ungefähr. Vielleicht dann nur 1,30 Meter. Auf jeden Fall weiter als die anderen, die wir vorhin gesehen hatten. Ja, okay. Dann machen wir gleich einen kurzen Check hier. Aber erstmal gehen wir wieder nach oben. Wir sind zurück. Ach, das sieht so herrlich draußen aus. So, hör auf. Wir haben jetzt hier unser Kakaobäumchen. Der macht mir so ein bisschen Sorgen im Moment. Der entwickelt sich nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich habe ihn schon zweimal gespült, aber es ist noch keine Veränderung. Aber es dauert manchmal auch, bis sich etwas verändert. Untersetzer ist jetzt trocken. Das heißt, ich gieße jetzt die 500er-Variante tatsächlich hier rein über das Substrat. Und check gleich mal, was Sache ist. Gegebenenfalls werde ich ihn dann ja, nachjustieren, sage ich es mal so, ne, um das Ganze ordentlich hier wieder hinzubekommen. Aber ist schon interessant, dass der jetzt so rumgezickt hat und der andere im Dschungel überhaupt nicht. Ne? So, das dürfte reichen. Ja, einmal kurz hier zu der Pflanze. Das ist eine Phytonia. Wir haben hier wenig Pflanze, sage ich mal, im großen Topf. Ne? Hier müssen wir aufpassen mit dem Gießen. Ich gieße hier tatsächlich auch von unten nur. Und auch nur, wenn ich sehe, dass die Oberfläche trocken ist. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Also du kannst das nicht sehen, aber man sieht es. Ne? Wenn die Oberfläche hell wird, dann wird sie trocken. Dann ist aber hier noch ausreichend Feuchtigkeit drin. Und da die Wurzeln hier unten auch schon rauskommen, bekommt die bis unten hier dran. Ne? Also hier musst du aufpassen, nicht zu viel gießen, sondern erst, wenn es wirklich notwendig ist. Ne? Also ich habe jetzt hier mit Sicherheit vor einer Woche das letzte Mal ein bisschen gegossen hier in den Untersetzer rein und die Oberfläche ist immer noch dunkel. Und von daher werde ich hier noch nicht gießen, sondern sie einfach weiter stehen lassen, weiter wachsen lassen. Das mal so kurz am Rande mitgenommen. Pflanzen, die in Erde sind, da musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Da ist weniger Gießen tatsächlich mehr. Okay, so, ich werde dann Check-up machen jetzt. Oh, und dann gucken wir uns gleich eine Monstera an. Lol, schon wieder Monstera. Kriegen wir das jetzt gerade just so hin? Ich versuche es mal. Pass mal auf. Ich versuche es einfach mal. Dann spare ich mir einen Clip. Dann können wir einmal rumschwenken hier in die ganze Geschichte. Oh ja, da muss ich heute auch dran. Nein, nicht muss, möchte ich heute, darf ich heute dran tatsächlich. Nee, das macht Spaß. Heute ist Wasserwechsel. Das mache ich jede Woche. Jede Woche einmal Wasserwechsel hier. Um die 30% ungefähr. Mal ein bisschen weniger, aber so um die 30% bei den Aquarien. Bei den größeren tatsächlich weniger. Da liege ich so bei 10%. Aber das läuft. So, Monstera Deliciosa. Das Geschwisterchen, das wir auch abgemoost hatten. Die Mutterpflanze übrigens gibt es nicht mehr. Die hatte ich damals mal ins Wohnzimmer gestellt und da ist sie mir kaputt gegangen. Ja, ist so. Ich habe sie da einmal zu wenig gegossen, da wurden die Blätter ganz hässlich und das mögen die überhaupt nicht. Also sie dürfen nicht trocken werden, auf keinen Fall. Deswegen Mineralsubstrat einfacher, weil da kann es immer nass sein. Ne? In der Erde, wie gesagt, nicht ständig pitschnass, das mögen die nicht. Aber da darfst du den Zeitpunkt nicht vergessen zu gießen, ne? Weil wenn dann trocken, trocken und das mögen die gar nicht. Also das ist definitiv so. Also hier das neue Blatt entwickelt sich wunderbar, muss ich sagen. Das heißt also, hier dürfen wir bald ein Blatt abnehmen. Wir warten aber noch, bis das Grün richtig kräftig ist und das Blatt einigermaßen ausgereift. Das sollte schon komplett entwickelt sein. Ne? Muss ich jetzt noch nicht unbedingt aufrichten in Waage. Das machen die nämlich dann, wenn sie ausgereift sind, komplett. Das sieht man bei den alten Blättern hier. Und dann darf ich auch hier wieder ein Blatt abnehmen, weil wie gesagt, sonst wird mir das einfach zu viel an Blättern, denn irgendwann ist dann hier die Aquabotanica zugewachsen mit der Monstera und das möchte man natürlich auch nicht. Wäre sicherlich auch interessant, aber bei der Vielfältigkeit, die ich habe, möchte ich dabei auch bleiben. Nach wie vor hier in dem klitzekleinen Topf und auch das funktioniert richtig genial. Aber wie gesagt, die darf nicht trocken werden, auf keinen Fall. Das mögen die gar nicht. Aber es sind auch keine Sumpfpflanzen. Ne? Im mineralischen Substrat, wie gesagt, kein Problem, wir dürfen die ständig nass sein. Aber in Erde, da musst du ein bisschen aufpassen. Das ist halt so. So kann das gehen. Ich habe jetzt einen Cut gemacht hier. Wir haben jetzt den ersten Teil gesehen. Den zweiten Teil sehen wir dann morgen. Ich habe schon einen Teil vorgefilmt. Noch nicht alles, aber ich merke, der Energiepegel sinkt. Und das heißt im Klartext, dann ist Ende. Weil es nutzt nichts, wenn ich jetzt anfange rumzueiern. Ne? Deswegen dann frischer Elan, morgen früh den Rest machen. Und dann habe ich den zweiten Teil dann dementsprechend auch fertig. Und dann sehen wir auch das Unboxing. Ja.
Der Pflanzen, so viel kann ich schon mal verraten. Okay, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, und wo ich den Cut dann gemacht habe, weiß ich jetzt noch nicht. Das sehe ich erst nachher, wenn ich dran bin. Ja, und die Thematik hier mit dem Moos, mit dem Korallenmoos, das ist wunderbar. Richtig klasse. Wie gesagt, in die Thematik steigen wir dann im nächsten Film nochmal ein, weil es gibt Pflanzen, die, ja, wie soll man sagen, die sind es wert, näher gebracht zu werden. Dass man sie kennenlernt. Ne? Denn selbst ich kannte das Moos nicht. Jetzt kenne ich es. Jetzt kann ich es euch näher bringen. Vor allen Dingen, dieses Wachstum ist so genial. Und vor allem die Vermehrung ist einfach. Ne? Brauchst eigentlich nur hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, gut, irgendwann auch schon ein bisschen Dünger, klar, aber in minimalen Maßen. Also, das ist so, auch Paludarium, das ist so eine tolle Sache. Ich habe übrigens noch ein Regal schon hier. Muss ich noch an die Wand bringen. Und ich glaube, da könnten wir sowas mal angehen. Aber wie gesagt, könnte, hätte, würde, wissen wir alle nicht. Ne? Wenn du Bock drauf hast, dann sag mir das. Ja, wobei so viele Kommentare werden da sowieso nicht zugeschrieben. Von daher, wenn ich mal Lust habe, dann gehe ich an die Thematik einfach dran, wenn es nicht ist, weil das ist schon. Hier haben wir es jetzt halt Immers, übrigens mit der North Point LED. Ne, die habe ich einfach abgenommen von dem Dingen, was ich da hatte. Und die hängt jetzt hier beim Aquarium. Und ich muss sagen, das läuft richtig gut. Ne, wächst gut. Also ist total klasse. Auch der Farn ist auch gewachsen. Das kann ich sehen, weil ich habe ein paar Bilder gemacht damals für Instagram und da sehe ich das Wachstumsverhalten von den Blättern, also wie die jetzt damals aussahen und wie sie jetzt aussehen. Übrigens auch die Palmen, die da drin stehen, diese Bergpalmen, die sind auch im Wachstum tatsächlich. Da habe ich noch zwei im Wasser stehen. Okay, ich hoffe, ich vergesse es nicht, dann sehen wir das im nächsten Film. Auf jeden Fall auch der Zierspargel da hinten, wunderbar wachsen, richtig toll. Auch die Hydrocotyle, Tripatitamini, was dir jetzt wahrscheinlich nichts sagt, aber auch die wächst dort wunderbar. Okay, yippie-yay. Wie gesagt, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Und mal sehen, was ich dann morgen früh noch für uns so entdecke, dass wir ja insgesamt in der ganzen Thematik noch mehr mitnehmen können und erfahren, sehen und vielleicht auch ein bisschen lernen.